Hallo und herzlich willkommen zu PULS. Wir starten die Sendung mit einer spektakulären Erkenntnis. Sebastian ist ein Mann, ich bin eine Frau. Wir sind als solches geboren und aufgezogen worden und fühlen uns auch als solches. Aber was, wenn nicht, wenn man nämlich im falschen Körper geboren wurde? Transgender ist heute unser Thema und noch etwas mehr seht ihr alles jetzt im kurzen Überblick. Bist du ein Junge oder Mädchen? Hey, Alter. Da kann ich nur sagen, es wird Zeit, da irgendwie anders zu denken. Dass der Jim eben transident ist. Schreiten voran. Oh. Fiss euch von niemandem. Dann passt mal auf, ey. Wir müssen reden. Was haben diese beiden Personen gemeinsam? Caitlyn Jenner, Hollywood-Berühmtheit, und Pari, Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Ja, so auf den ersten Blick würde ich sagen, beide schön, beide auf Hochglanz gedruckt und beides Frauen. Völlig korrekt, aber auch nur die halbe Wahrheit. Beides Frauen, das stimmt. Aber Caitlyn zum Beispiel hieß mal Bruce und war der Stiefvater von Kim Kardashian. Und Pari ist auch in dem Körper eines Mannes geboren worden. Dafür gibt es den Begriff Transgender, lautet der. Aber fernab von allem Hochglanz, wie schaut denn das Leben von Transmenschen wirklich aus? Ich creme mich gerade mit meiner Hormoncreme ein, weil mein Körper produziert ja keine männlichen Hormone. Die Hormone bringen eben halt die männliche Behaarung, die tiefe Stimme. Und vom Seelischen her haben sie mich halt selbstbewusster gemacht. Jim kam vor 20 Jahren als Isabella auf die Welt. Mit 17 lässt er seinen Namen offiziell ändern und fängt an, männliche Hormone zu nehmen. Jim ist trans. Was das heißt, will ich heute von ihm erfahren. Hallo, Sebastian. Jim. Hi, Jim. Komm rein. Vielen Dank für die Einladung. Früher hat Jim gerappt, hobbymäßig nur für sich selbst. In seinen Texten hat er die Kindheit im Mädchenkörper verarbeitet. Das Alleinsein, während sich die Kinder fragten, Mädchen oder Junge, sie guckten mich an und ich schaute zu Boden, was ist los hier, verdammt? Ich will das nicht anziehen, warum schimpfst du mich, Mama? Und damit will ich nicht spielen, wann verstehst du es, Papa? Sehr persönlich. Ja. Ja, ja, aber echt. Auch ich will wissen, was es heißt, Transgender zu sein. Deshalb verbringe ich den Tag mit Feli und der beginnt wie meiner, mit Schminken. Also es ist für mich schon was Besonderes und hat mich auch am Anfang Überwindung gekostet, das halt auch in der Öffentlichkeit zu tragen. An meiner alten Schule, das war vor meinem Outing, da war ich auch schon manchmal geschminkt und dann wurde ich halt schon ein bisschen beschimpft und so. Feli ist 18 und wohnt bei ihren Eltern in Bamberg. Sie ist in einem jungen Körper aufgewachsen. Seit 9 Monaten heißt sie offiziell Felicitas. Seit April 2015 nimmt sie Hormone. Und in 3 Monaten hat sie eine geschlechtsangleichende OP. Ich habe schon als kleines Kind gemerkt, es passt einfach nicht so. Und ich fühle mich da nicht zugehörig zu den Jungs. Jim und Feli sind trans. Das heißt, sie identifizieren sich nicht mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. In der Medizin und der Justiz nennt man das transsexuell. Einige Transmenschen bezeichnen sich lieber als transgender oder transident. Denn es geht nicht darum, mit wem sie Sex haben, sondern um ihre Identität und ihr Geschlecht. Es gibt auch Transpersonen, die irgendwo zwischen Mann und Frau stehen oder sich mit beiden Geschlechtern identifizieren. Wie viele Transpersonen es in Deutschland genau gibt, ist unklar. Die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität geht von 60.000 bis 100.000 Menschen aus. Ich bin ja 20 und ich hole jetzt so ein bisschen meine Pubertät nach, weil ich auch später reingekommen bin. Deswegen auch manchmal ein paar Justin Bieber-Poster okay, oder so. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an, Justin Bieber und so weiter. Ah ja, alles klar. Sogar mit Originalunterschrift. Originalunterschrift. Ja, also als Vorbild, als Style. So okay, als Style-Vorbild. Genau. Du bist entschuldigt, weil du deine Pubertät nachholen musst. Ich darf das. Okay, deswegen darfst du das mit 20 noch. Ja. Sonst würde ich sagen, ey, Alter. Ja. So. Mein Zimmer ist schon relativ weiblich, klischee-mäßig so. Die Schuhe? Ja. Alter! Die sind vielleicht 13, 14 Zentimeter.
Feli, das sind aber hier, ne? Verstelzen. Vor eineinhalb Jahren sahst du noch so aus? Vor einem Jahr, ja. Hast du dich da weniger geschminkt oder warst du da noch männlicher? Oder? Durch die Hormone, die ich nehme, ändert sich halt auch meine Gesichtsform. Also die ist da noch viel kantiger als jetzt. Auch Jims Körper hat sich in den letzten Jahren verändert. Du hattest früher Brüste, aber ganz offensichtlich hast du die nicht mehr. Ja, zum Glück. Was ist passiert? Also ich hatte schon OPs. Mhm. Ich will jetzt nur nicht genau drüber sprechen, also was für OPs. Und wie hast du das eigentlich früher gemacht? Weil du ja schon früher auch T-Shirts getragen hast. Mhm. Und da waren die Brüste ja noch dran. Du wolltest aber nicht, dass das wer sieht. Hast du die abgetaped oder? Also am Anfang wusste ich mir gar nicht zu helfen. Da habe ich Klebeband genommen und Frischhaltefolie. Dann bin ich auf die Idee gekommen, einfach so ein Band zu nehmen. Da habe ich dann irgendwie erzählt, ja, mein Fuß tut weh, ich muss meinen Fuß verbinden. Dann bin ich in die Apotheke gegangen, habe mir halt sowas gekauft. Habe das halt da um mich rumgewickelt. Trotzdem hat Jims Aussehen in seiner Heimat im Allgäu für Fragen gesorgt. Und manchmal auch für mehr. Also früher habe ich jeden Tag mindestens 10 E-Mails bekommen von irgendwelchen Leuten. Ja, bist du ein Junge oder Mädchen? Also ich konnte nicht mehr ins Internet gehen irgendwie, ohne da die Nachrichten zu sehen. Und sonst halt ja übelste Beleidigungen, Beschimpfungen. Ja, mich gedroht halt zu schlagen, wenn sie mich sehen. Und so, da geht's zur Schule. Das ist der alte Schulweg. Probleme gab es auch in der Schule. Ich begleite Jim zu seiner alten Wirtschaftsschule. Als er in der 7. Klasse dorthin wechselte, sah er zwar aus wie ein Junge, hieß aber noch Isabella. Also ich weiß noch genau, hier am ersten Schultag habe ich mich halt so hingesetzt. Voll viele haben mit mir geredet. Ich habe mich voll gefreut, weil ich war es nicht gewohnt, dass jetzt jemand mit mir redet. Das war dann in der 7. Klasse? Genau, in der 7. Klasse. Und dann hat die Lehrerin halt so aufgerufen und hat halt den Namen durchgezählt und hat dann Isabella gesagt. Und ich habe mich halt dann so gemeldet. Und dann haben alle voll gelacht und die Lehrerin auch. Und sie so, haha, wie lustig. Und dann hat sie noch mal gesagt, wer ist jetzt Isabella? Und ich habe mich halt dann noch mal gemeldet. Mhm. Und dann war es wieder ganz still und so. Und ja, dann habe ich es aber geklärt. Ich so, ich möchte bitte Jam. Also damals war mein Spitzname Jam. Wie war dann das Verhältnis zu deinen Mitschülern? Ja, so in den Pausen war ich auch eher wieder alleine. Aha. Also ich hatte einen Freund, dem ging es auch nicht so gut in der Schule. Und wir zwei haben uns dann so zusammengetan. Und ansonsten, ja, gab es schon immer so für mich wieder Mobbing-Aktionen. Also die sind dann zu mir hergekommen, haben mich halt immer hier angefasst und so. Die haben nicht er oder sie zu mir gesagt, sondern immer das oder es. Okay. Ja, war dann auch nicht so schön. Wir treffen Jims ehemaligen Klassenlehrer, Herrn Fischer. Er hat Jim immer unterstützt. Wenn es mal darum ging, vor der Klasse zu sprechen oder Referate zu halten, dann warst du nicht so leicht zu greifen. Also da warst du auf einmal krank oder gab es irgendwas für Ausreden. Lag das vielleicht auch an deiner Stimme? Ja, auf jeden Fall. Also ich konnte an manchen Schultagen die Wörter, die ich gesagt habe, an einer Hand abzählen. Da bin ich dann heimgelaufen und habe mir gedacht, heute habe ich 4 Wörter gesagt. Vielleicht sage ich morgen 5. Mittlerweile hat Jim kein Problem mehr, vor anderen zu reden. Er geht inzwischen auf die Berufsschule, ist dort sogar Klassensprecher. Anders bei Feli. Sie hat immer noch ein großes Problem mit ihrer Stimme. Eine weibliche Stimme tiefer zu kriegen, ist nämlich viel einfacher, als eine männliche Stimme hochzubekommen. Deshalb hilft ihr eine Logopädin dabei, weiblicher zu wirken. Das war nicht unser Ziel, die Stimme künstlich vielleicht zu erhöhen, sondern wir beide arbeiten daran, dass Feli als Frau wahrgenommen wird. Die Übung, die heute auf dem Plan steht, ist Feli früher schwer gefallen. Selbstbewusst Nein sagen. Nein. Ja. 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 Nein. Was hat sich da verändert? Was ist da los? Was ist passiert? Vielleicht habe ich mehr von mir selbst kennengelernt und mehr Situationen erlebt. Wie alt warst du da? Es war im Kindergartenalter, 5 Jahre. 5 Jahre. Ja. Mit 5 Jahren würde ich jetzt sagen, da hat dann das auch schon nach außen eine andere Wirkung. Ne? Da sind die Haare dann schon kurz und da
kann man jetzt auch schon als Außenstehender auf die Idee kommen, naja, vielleicht ist er ein Junge. Ja. Was haben Sie denn damals gedacht, wenn die Tochter auf einmal sagt, ja, sie wäre gerne ein David, ein Daniel, ein Philipp? Also ich habe gedacht, unser Kind hat eine gute Fantasie. Mhm. Ja. Jims Eltern haben sich damals Sorgen gemacht, weil ihr Kind nicht Isabella genannt werden wollte. Lehrer und Erzieher meinten, alles nur eine schwierige Phase. Was wirklich mit Jim los war, erfuhr seine Mutter erst spät. Den Zeitpunkt, den gab es dann, als er dann so 16 war, mhm, und er dann im Internet recherchiert hat, dass es eben Menschen gibt, die eben im falschen Körper geboren sind und dass eben der Jim mit dazugehört hat und dass der Jim eben transident ist. Feli wurde in der Schule wegen ihrer Transidentität gemobbt. Dann wechselte sie das Gymnasium. Und jetzt hat sie gute Freundinnen, die sie bei ihrer Entwicklung unterstützen. Und hat sich schon viel verändert. Ja. Haben den Hintern. Ja? Ja. Ja. Wer wird das runter quasi? Das ist uns allen sofort aufgefallen. Das ist das Allererste, was wir gesagt haben. Geiler Arsch. Ja, ja, besser als bei manch anderen Mädchen. Symbol, aber es ist nicht. Zuckersüß. Jim, wie ist denn das eigentlich? Die Freunde in der Schule sind das eine, aber irgendwann in der Pubertät, da geht es ja dann auch los mit einem Freund oder einer Freundin. Mhm. Wie war das bei dir? Mit 15 habe ich dann einen Jungen kennengelernt, also der schwul war. Mhm. Und mit dem war ich dann ein halbes Jahr lang zusammen. Klar, irgendwann hat er es halt eben körperlich gemerkt, ja, dass da was nicht so stimmt oder dass was komisch ist. Dass es anders ist, als er das erwartet hätte, genau, vermutlich, ne, bei einem Jungen. Ja, die Beziehung ging dann trotzdem wegen dem zu Ende, weil es dann nicht gepasst hat. Aber das war auch viel, weil ich mit mir selber noch so im Unreinen war. Mhm. Also gerade bei Schwulen ist das Thema leider noch nicht so aufgeklärt, wie ich es gerne hätte, sagen wir so, dass die jetzt drüber Bescheid wissen, weil die ja auch immer für Toleranz kämpfen und so. Und dann sagen sie, boah, mir ist was voll Krasses passiert, ich habe da jemanden kennengelernt und der war mal eine Frau und jetzt sieht der so voll männlich aus und er sieht voll gut aus, und aber ich bin ja schwul und so. Und dann sage ich dann auch nicht so, echt, sowas gibt's? Oh, noch nie gehört und so. Dann sage ich auch, ja, hey du, ich nur mal so nebenbei, ich bin auch so. Ja. Gemeinsam mit seinem Vater trainiert Jim oft im Fitnessstudio. Jim arbeitet nämlich auf ein ganz bestimmtes Ziel hin. Über eins müssen wir noch reden. Ja. Warum Justin Bieber? Ich kann mich einfach gut mit ihm identifizieren, weil klar, früher hatte er auch eine sehr hohe Stimme und da wurde er immer als Mädchen bezeichnet. Und mich hat man ja auch immer als Mädchen bezeichnet und er ist ja eigentlich kein Mädchen. Und ich dachte mir dann auch so, ich bin auch kein Mädchen, und jetzt hat er eben halt voll die Muskeln und... Justin Bieber, der hat natürlich einen Personal Trainer oder sowas, ne? Der geht wahrscheinlich jeden Tag 6-mal pumpen. Da kann ich nur sagen, mach mal weiter. Ja. Viel hilft viel. So. Das kriege ich nicht hoch. Willst du mal? Ach nee, danke. Ich wollte mich eigentlich verabschieden und sagen, hau rein. Und auch ich muss eine Sache noch ansprechen. Was mich natürlich brennend interessiert, ist diese OP. Ja. Was wird genau gemacht? Die Eichel wird rausgeschnitten und der Penis wird dann irgendwie umgedreht und nach innen gestülpt. Mhm. Und dann wird die Eichel wieder eingesetzt. Ans Ende quasi? Oder wie? Ja, da, wo es halt aber der Frau auch ist. Eine Geschlechtsangleichung bei der Krankenkasse bewilligt zu bekommen, ist nicht einfach. Feli musste Gutachten von Psychologen und Ärzten einholen, um zu beweisen, dass sie die OP braucht. Sie hofft, dass sich durch den neuen Körper ihr Verhältnis zu Jungs ändert. Ich habe halt immer so Angst, dann, wenn ich das halt dann erzähle oder so, dass die dann irgendwie so denken, ich will ja nicht mit so einer Transe zusammen sein oder irgendwie, ich bin ja nicht schwul oder so. Obwohl ich ein Mädchen bin, aber das verstehen die dann halt nicht so gut. Ich habe mich deswegen bis jetzt auch ziemlich zurückgehalten mit Flirten. Mhm. Das wird sich danach auch ändern. Ja. Na, liebe Männer, dann geht's richtig los. Dann passt mal auf, ey. Felis Geschlechtsangleichung ist in 3 Monaten. Dann werde ich sie wiedersehen. Wow.
Wir werden Feli und Jim weiter mit der Kamera begleiten. Online gibt es mehr zum Thema, unter anderem ein Glossar zu Begriffen rund um Transgender. Ihr erfahrt, wer zu den sogenannten Cis-Menschen gehört. Ari und ich übrigens gehören dazu. Ja, und dann haben wir eine Fotogalerie da zu Transgender-Themen in der Popkultur. Da gibt es nämlich viel mehr, als man so denkt. Alles auf deinpuls.de/tv. Sebastian, bleib stehen. Augen zu. Echt jetzt? Vertrau mir, denn wir kommen jetzt. Ja, das ist, nein, also dir vertrauen ist ein Fehler. Geschenk. Wir schenken uns echt oft Scheiße, ja? Aber ja, diesmal eben. Ist es großartig. Ja. Also Sebastian ist das Beste, Größte, Tollste auf der ganzen Welt. Ich hatte mich eigentlich heute gefreut, dass ich ein Geschenk kriege, aber jetzt so, habe ich Angst. So, eigentlich unverpackt, aber das ist immer noch jetzt auch gelöst. Es ist so. Immer noch zu? Ja. Es ist so. Du bist ein sehr geselliger Mann, ja. Liebst Fußball und bist, ich sage mal, besonders. Bitte? Und so ist dein Geschenk Augen auf. Na? Ah. Ja, das ist aber ein Pappkicker. Ein Pappkicker. Das Großartige ist, er sieht nicht nur geil aus, nein, du kannst ihn selber aufbauen. Da denkt man sich, was, so ein tolles Ding. Ich habe es selber getan. Warte. Das hast du gemacht. Das ist der Beweis. Ich baue es auf und es ist relativ einfach. Das Gute ist, du kannst das Ding wieder abbauen und wieder aufbauen. Wie lange hast du gebraucht? Naja, so ein Stündchen. Stündchen. So, da kannst du es wieder abbauen, ja, mit in die S-Bahn nehmen, ja, sehr gut verpackt. Ja. Und dann zur nächsten WG-Party oder zum Männerabend oder mitnehmen. Ariane, ich bin begeistert. Ich habe mit viel Schlimmem gerechnet, als ich die Augen zumachen sollte, aber das ist ja fantastisch. Und da könnte man jetzt nur die Trikotfarben sind nicht ganz optimal, ne? Die müssten ja schwarz-gelb sein. Ja, warte mal ab. Ach so. So, okay. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn er die Alter gebaut hat, dann ist es wahrscheinlich Schrott. Das Ding ist super bespielbar und das werden wir jetzt testen, ja? Ja. Erstes Tor gewinnt. Bin ich die Roten? Nee, du bist, genau, ja. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, ich bin ja unglaublich gut im Kickern, das wissen ja viele nicht. Geht gut, ne? Ja, geht gut. Ganz gut. Ja. Ja! Ariane, ein tolles Geschenk. Muss ich sagen. 1:0. So. So, und zur Belohnung kriegst du den dritten Grund, warum das großartig ist. Denn, da bin ich großer Fan, ja. Man kann es selber gestalten. Und da kommen wir zu den... Ah. Ist das niedlich? Ach, du bist der FC Bayern? Ja, ja. Ja, dann schlage ich dich noch umso lieber. Ja, siehst du? Ja, ist wunderbar. Das niedlich? Und es geht noch weiter. Nicht nur die Männchen kann man gestalten, sondern pack mal hinten bitte an, kurz. Ja. Heb mal hoch, sehr leicht. Dreh mal um, genau, mhm, so. Ich habe es für dich bemalt, denn man kann es auch bemalen. Weil du den BVB siehst. Das ist ja wirklich fantastisch. Ariane, das muss ich mir in Ruhe noch mal angucken. Vielen herzlichen Dank, das ist das schönste und beste und tollste Geschenk aller Zeiten. So, hier, nimm mal deinen Manuel Neuer und hier, ich stelle mich mal... Frau Neuer, hallo. Danke nochmal. Bitte, gib bitte. Dir das mal. Ja, also wenn aus dem beschaulichen Münchner Olympiapark ein großer Bike- und Skatepark wird, dann wisst ihr Bescheid, dann ist wieder Munich Mesh. Gerade war es wieder soweit. Ein riesiges Spektakel mit etwa 70.000 Besuchern und präsentiert vom besten Sender dieser Welt, nämlich vom Puls. Ja, die besten Action-Sportler der Welt, die waren wirklich da. Und es hatten aber auch die talentierten Locals eine Chance, sich mit den ganz Großen zu messen. Und einer, der konnte sogar zum Local Hero werden. Da konnte nämlich ein lokaler Skater einen Platz beim Profi-Wettbewerb sich erskaten. Man musste sich aber gegen 49 Gegner durchsetzen. Wir waren dabei. Hallo, mein Name ist Frau Neuer. Neuer Alter. Ach, das würde so super passen. Große Männer. Großblond. So schwedisch. Erzähl du ruhig deine Geschichten. Toll. Manni, falls du das hörst, komm. Kannst du mir mal auf Instagram followen. Name, Alter. Aber jetzt zum Beitrag. Munich Mesh, Actionsport Deluxe. Hier tritt die internationale Elite an. Nur die Weltelite? Er kämpft im Local Contest um die Wildcard. Ein Ticket, um mit den besten Skatern zu fahren. Hi. Fabian Lang, Local Hero. Skaten ist alles für ihn und ein geiler Job. Lässiges Leben dank Sponsorengeldern. Es ist ein bisschen Arbeit, aber es ist natürlich auch eine Arbeit, die einem Spaß macht. Also ich gehe jetzt ja nicht skaten und fuck mich da total ab. Passiert ab und zu mal, aber es ist dann eher so tagesabhängig oder mal auch nur trickabhängig oder situationsabhängig. Mei, das ist, glaube ich, die beste Arbeit, die man eigentlich haben kann. Fabian skatet, seitdem er 10 ist und hat wie jeder Skateboarder auch mal Pech. Von hier diese zwei Narben, das war ein dreifacher Mittelfußbruch, der dann mit 15 Schrauben und 3 Platten dann wieder stabilisiert wurde. Das wird ihm auf diesem Board hoffentlich nicht passieren.
Vorbereitung läuft, auch mental. Ich glaube, Schiss habe ich von niemandem. Das Final ist, glaube ich, auf alle Fälle drin. Muss auch drin sein. Nur dann hat er Chancen auf die Wildcard. Das wäre total cool. Also ich würde super gerne am Sonntag mit den anderen mitfahren, auch gerade mit Daniel. Daniel ist ein guter Freund von mir. Wäre saucool, halt einfach dann und also bei diesen Top 12 Leuten dabei zu sein. Vorher warten zwei Challenges. In der Vorrunde muss Fabian die Judges überzeugen. Im Finale dann die Kollegen. Strategie? Ich fange natürlich am Anfang ein bisschen locker an und nicht gleich am Anfang mich schon ganz komplett auspowern oder gleich irgendwie die besten Tricks zeigen, weil dann wirkt es dann nachher wieder schlechter. Und eben einfach so ein bisschen was ein bisschen aufzubauen. Ja, dann viel Glück. Ja, danke schön. Wird schon klappen. Krasse Tricks sind immer ein Risiko. Umso geiler, wenn er sie steht. Ist schon ziemlich heftig, so eine halbe Stunde halt immer durchzufahren. Bin irgendwie zweimal ein bisschen schlimmer hingefallen, so, wo es einen dann doch schon mal durchschüttelt. Die Judges sind überzeugt. Fabian zieht in die letzte Runde. Super, also ja, das war ja so das Mindestziel, das ich erreichen wollte. Zumindest schon mal geschafft. Jetzt, ja, erster werden. Wildcard. Fett, der sitzt. Ab jetzt entscheiden die Fahrer selbst, wer am besten abgeliefert hat. Eine Stimme pro Teilnehmer. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. And the winner is Mario Ungerer, nicht Fabian Lang. Aber mal, gibt's Schlimmeres. Ich bin soweit unverletzt eigentlich. Das ist immer das Wichtigste, dass ich unverletzt bin am Contest. Ja, dass ich jetzt nicht die Wildcard bekommen habe. Also, wie gesagt, ich gönn's ja Mario auch. Ich habe auch für ihn gestimmt. Hätte mich natürlich gefreut. Und verdient hätte er es genauso. Vielleicht nächstes Jahr. Online haben wir für euch eine riesige Munich Mesh-Geschichte mit einer Bildergalerie zu allen Contests und was Großartiges drumherum noch passiert ist. Dann ein Porträt über die Nachwuchshoffnung Felix Prangenberg und ein Recap vom ganzen Event. Ihr seht, online sind wir unglaublich gut ausgestattet. Alles auf deinpuls.de/tv. Das feiern wir, KIZ und ihr neues und fünftes Album, das am 10. Juli erscheint. Und darum kümmern wir uns natürlich. Die Jungs waren ja schon immer sehr politisch und hielten mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Und wer jetzt glaubt, also gerade heraus, Herr, ist der Superlativ? Ja, ja, klar. Als bei Hahnkampf geht es gar nicht, der sollte Hurra, die Welt geht unter, mal anhören. Wir haben drei der vier Jungs auf dem Kosmonaut-Festival getroffen, um mit ihnen in den politischen Diskurs zu treten. Hart, aber fair natürlich. Ja, und heraus kam eine Vision, eine Wahrheit, wie man sie noch nie zuvor gehört hat. Die Revolutionäre des Deutschraps sind wieder da. KIZ veröffentlichen mit Hurra, die Welt geht unter ihr fünftes Studioalbum. Und mit ihrer ersten Single Boom 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 machen KIZ auch gleich mal eine Ansage. Am nächsten Morgen noch Taxigeld. Vor der Glotze, sauer auf die scheiß Sozialschmarotzer. Anstatt auf den Chef, der mit dem Geld aus eurer Arbeit seiner Tochter noch nen Lamborghini kauft. Alter, dann verdient ihr's auch. Doch ich verstehe, ihr regt euch lieber über Brangelina auf. Wir wollten wissen, wie sieht das restliche Parteiprogramm der Kannibalen in Zivil aus und haben mit dem neuen Album den Drei-Komponenten-Check gemacht. Message, Style und Konzept. Ich hab noch nie so treue Sklaven gesehen, die bereit sind für mehr Arbeit auf die Straße zu gehen. Hurra, die Welt geht unter ist ein politisches Konzeptalbum mit klar linker Haltung, weil die Jungs ihrer Wut mal Luft machen mussten. Das Konzept Welt ist so völlig überholt. Es wird Zeit, da irgendwie anders zu denken, das neu zu überdenken. Also so eine komplett außenrum verglaste Welt, in der wir eine komplette Klimakontrolle haben, wäre sehr schön. Dann können wir uns dieses Ozonschichtgelaber irgendwie sparen. Wir können weiterhin das alte Haarspray benutzen, Autos fahren, wie wir wollen. So, wir hätten auch wieder viel weniger Probleme. Die alten Kühlschränke sahen auch viel besser aus. Ja.
Alles klar, KIZ, ihr wohnt ironisch. Aber auf ihrem Album reden sie Klartext und kotzen sich aus. Über Ausländerhass, Ausbeutung im Job und darüber, dass niemand was dagegen tut. Fürs Gewissen 10 Euro spenden, dann kommen die hoffentlich nicht über die Grenzen und holen sich alles zurück, vielleicht lieber doch die Waffenlieferung canceln. Meckern ist schön und gut, aber wie steht's mit dem eigenen Engagement? Ich brauche manchmal ein Fairtrade-Bier. Ich leiste meinen Beitrag so und gehe mit einem guten Gewissen ins Bett. Und besoffen. Wenn im Vollsuff noch gute Beats und Texte rauskommen, geht das klar. Wie wichtig ist es der Band denn, dass ihre Message auch ankommt? Wir sind große Lehrer unserer Zeit. Die drei weisen vier. Wir schreiten voran mit gutem Beispiel. Folget uns. Nee, natürlich nicht. Also Musik machen wir erstmal für uns. Es geht jetzt nicht darum, irgendjemandem was beizubringen. Man verändert mit einem Song auch nicht die Meinung von irgendjemandem oder prägt sie. Also kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Aber am Ende ist es halt auch Musik und es reimt sich und die Beats sind fett. Ganz schön clever. Auf eine 90er-Jahre-Pop-Trash-Hook eine politische Message zu texten. Und dann tanzen und pogen alle und schreien. Ironie und Ernst, bei KIZ nicht immer zu unterscheiden. Für den Militärlook, der zum neuen Album dazugehört, gilt das wohl auch. Männer in Uniform sind immer eine gute Sache. Dann haben wir uns so ein bisschen zwischen Matrix und der SS inspirieren lassen. Und heraus kamen diese wunderbaren Uniformen. Man nennt uns ja nicht umsonst die drei provokanten Vier. Jetzt aber mal ernster. Ihr habt doch alle einen Bundeswehr-Fetisch. Ich wurde ausgemustert. T-8000. Ich bin der T-1000. Eine wandelnde Leiche. Ich hatte ganz schlimmes Asthma. Ich habe zum Glück Lebensmittelallergien, deswegen bin ich zum Glück ausgemustert worden. Man merkt es auch an der Art, wie wir unsere Barrets tragen, dass wir Vaterlandsverräter sind. Also, dass wir keine Ahnung haben, wie man. Wir haben von nichts eine Ahnung. Andauernd kommen irgendwelche Bundeswehrleute. Menschenskinder, ihr wisst nicht, wie man die Scheißdinger aufsetzt. Ihr seht aus wie Köche. Politischer Inhalt ohne Zeigefinger. Manchmal ironisch und coole Uniformen. Mit Hurra, die Welt geht unter, gehen KIZ weg von der reinen auf die Fresse Musik hin zu dunkleren Sounds mit gesellschaftskritischen Texten. Man nennt uns ja nicht umsonst die drei düsteren Vier. Darf man nicht vergessen. So. Ari, wenn die drei die düsteren Vier sind, sind dann wir zwei die bläulichen, gut gelaunten drei? Wir sind hier gut gelaunt! Wir ja machen jetzt weiter mit Schluss mit lustig. Gute Laune! Zum besten, schlechtesten Witz der Singer-Songwriter-Entdeckung 2015, James Bay. Seine Single Hold Back the River war in Deutschland auf der 4, sein Album KSN kam auf der 3 und ein Brit Award hat er auch noch. Und so toll sieht er aus, ne? Gut aussehen, Mann. Und so einen schlechten Witz hat er erzählt. Gut aussehen, Mann. Und so einen schlechten Witz hat er erzählt. Ist er toll. War aber auch seine Aufgabe. I truly believe that why did the chicken cross the road is easily one of the worst, genuinely the worst jokes of all time. Why did the chicken cross the road? To get to the other side. To get to the other side heißt ja auch ins Jenseits übertreten und nicht nur über die Straße, aber macht den Witz halt auch nicht witziger, ne? Ja. Naja, aber wo die Stimmung jetzt am Höhepunkt ist, machen wir Schluss. Aber es ist natürlich im Internet niemals Schluss, denn bei uns auf der Seite auf deinpuls.de/tv, da geht es 24/7 weiter mit der ganzen Sendung, allen Beiträgen und so weiter und so fort. Leute, klickt da mal rein. Geil, und wenn man so macht, dann steht da deinpuls.de und da gibt's Radio. Genau, Puls just und Radio. Just saying. So, wisst ihr Bescheid und Ciao. Wir sagen auf Wiedersehen. Tschüss. Au revoir. So. Ja. Liebe Ariane, hast du mitgekriegt, wie Griechenland gerettet werden soll? Mit Uso! Wir besaufen uns! Das ist eine super Idee, aber ein Brite hatte eine andere Idee. Ach ja. Crowdfunding, ja. Crowdfunding für Griechenland. 3 Euro soll jeder. Ja, 1,6 Milliarden brauchen sie für die erste Rate jetzt, die fällig ist. Ja. Und weißt du, wie viel sie schon haben? 3 Euro, weil seine Mutter ihn liebt. 1,3 Millionen! Oh! Das sind fast 0,1%. Hallo, mein Name ist Ariane Alter und ich crowdfunde jetzt meinen Wohlstand. Bitte spendet mir 1 Euro und dann werde ich glücklich. Ich schreibe euch auch eine Passkarte, ja? Cool. Wenn das Griechenland hinkriegt, dann kriege ich das auch hin.